Jo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Island. Und naja, heute werden wir uns ranmachen, den Prank-Troll für den Chaos Crafter zu machen. Denn er hat mich mittlerweile schon zweimal geprankt in der Zeit, wo ich offscreen und naja, nicht ganz anwesend auf einem Server rumstand und gechillt habe. Ja, so werden wir uns bei ihm rächen und wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon offscreen weitergebaut im Reaktor, den man da unten sehen kann. Der läuft aber noch nicht so, wie ich will. Das sieht man daran, dass er noch kein Multiblock ist. Also, es funktioniert nicht. Er ist zu hoch seit dem neuen, seit der Minecraft-Version 1.10.2 funktioniert er nicht mehr in diese größte Konstellation, wie ich das machen wollte. Das heißt, er kann nicht höher als 10 Blöcke werden. Das heißt, ich muss ihn jetzt so umbauen, dass er nicht ganz so weit nach unten geht, damit das noch reicht. Aber das werde ich auch noch offscreen machen und euch dann hinzuziehen, wenn es soweit kommt. Aber um das werden wir uns in dieser Folge nicht kümmern, sondern vielleicht nur am Ende ein bisschen was. Aber heute geht es hauptsächlich darum, den Prank zu machen. Also, wir sehen uns nach dem Intro. Oder in dem Intro, ich weiß es nicht. So Leute, hier wären wir jetzt und ich habe ja schon das Inventar voll mit Cobblestone. Und jetzt werden wir einfach mal zu dem Chaos Crafter gehen. Ich habe das ja schon gehabt, hier slash spawn. So, hier wundert euch wieder nicht, weil wir haben hier echt, also es gibt keine schlimmere Gegend für FPS-Probleme. So. Was ich mir prinzipiell eigentlich überlegt habe, ist so eine Art Mauer. Um sein gibt. Oh, hey, hier haben wir. Ja, hier wird es gleich wieder besser. Das ist einfach nur, weil die da drüben mit Chisel ein Haus gebaut haben und das echte FPS-Lags verursacht. So, da wir ja komischerweise, bei ihm im Haus nichts bauen können, das liegt daran, dass wir diese unterschiedlichen Gebiete, wenn ich hier auf J gehe, dann müsste man das eigentlich sehen hier, diese unterschiedlichen geclaimte Gebiete haben. Und ich kann nur in meinem Bereich und in dem, also meiner besteht aus zwei Bereichen, einmal Maxi seiner und meiner. Und deshalb habe ich halt mehr als die anderen, aber deshalb kann ich auch nur da bauen. Oder im Wildnisgebiet, also wenn ich so gehe, dann müsste jetzt oben Chaos Crafter PS Team stehen und wenn ich so gehe, die Wildnis. Wildnis kann jeder bauen und machen, was er möchte. So, das Problem ist, ich kann bei ihm nichts machen. Das heißt, das Einzige, was ihn stören könnte, wenn ich jetzt einfach hier so eine riesengroße Mauer mache. Und dafür werde ich hier jetzt einfach einen kleinen Zeitraffer setzen, dann sehen wir uns nach dem Zeitraffer wieder. So Leute, hier wären wir jetzt wieder nach dem kurzen Zeitraffer und naja, ihr seht jetzt hier die wunderschöne fertige Mauer, wo ich gedacht habe, die baue ich mir einfach mal hier hin bei dem lieben Chaos Crafter, weil ich mich ja so geärgert hat die letzte Zeit und naja, geärgert, ab und zu mal ein bisschen genervt, aber das ist eine wunderschöne Mauer, würde ich sagen, und wir werden da jetzt auch noch meine Initialen reinmachen und dafür gehen wir jetzt einfach ganz kurz heim. So, weil wir brauchen dafür andere Blöcke. Das wird was ganz Lustiges. So. Erstmal, na gut, den Cobblestone. Kann ich jetzt in im E-System reintun. So. Zack. Zack, so. Und nehmen wir. Ich hasse dieses System. So, das müsste reichen. 6 Holzstämme. Fackeln reichen so nicht. Haben wir dann noch mehr Fackeln? Fackeln. Okay, hier unten haben wir keine Fackeln, aber wir haben bestimmt oben Fackeln. So, Fackeln. 11 Stück. Okay, ich denke mal, das reicht nicht ganz. Aber das ist kein Problem. So, wo haben wir die Kohle? Da haben wir die Kohle. So. 1 Stack reicht auf jeden Fall. Jetzt legen wir uns ganz kurz schlafen, damit es hell wird. So, zack. Und jetzt gehen wir ganz kurz noch nach unten und mal aktivieren kurz die Maschine, die uns Essen gibt. So, weil ich noch etwas brauche. So, danke. So,
Wie sieht's aus da drin? Das macht noch Sand, okay. Da haben wir noch. Ja, das passt alles perfekt. Wir müssen uns nur beeilen, dass wir das fertig bekommen, bis er kommt. Weil ich weiß nicht, ob er heute noch auf den Server kommt. Ich fände es toll, wenn er heute abends vielleicht so auf den Server kommt. Weil dann kann, weil diese Folge kommt ja morgen, das heißt, heute ist der wievielte? Heute ist der 28. Also ich nehme es gerade am 28. auf und wenn er heute Abend kommt, ne, oder morgen früh. Also ich hoffe mal, dass er heute Abend kommt, weil dann kann ich die Folge nämlich bis dahin veröffentlichen. Also morgen früh dann. Weil sonst muss ich warten, bis er einmal auf dem Server war, sonst spoilere ich mich ja selbst. So, das war langweilig. Oder wir machen es an beiden dran. So Leute, hier wären wir jetzt wieder und naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Cut oder was auch immer ich gemacht habe, aber so sieht's jetzt aus, wir müssen ja noch ein paar Hilfsblöcke entfernen, aber ansonsten ist es ganz okay, da steht jetzt dran Tantril TV und naja, der weiß dann, dass es von mir kommt, also wenn man das liest, was da steht, ist das wunderbar. So, im Groben und Ganzen haben wir jetzt noch ein Ziel vor uns, nämlich, dass ich für euch noch kurz euer wunderschönes Anfangsintro mache, das was später mit einer Animation versehen wird. Und um das zu machen, müssen wir uns jetzt im Prinzip recht weit nach oben bauen. Damit wäre unser Ding jetzt dann fast abgeschlossen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist einmal mit den Fackeln die Sachen platzieren. So, hier gehen wir runter, hier gehen wir auch runter. Und hier gehen wir ein bisschen hoch, damit ihr ein bisschen was seht. So, so und jetzt müssen wir nämlich hier anfangen. Erstens machen wir diese Blöcke hier weg. So, die brauchen wir nämlich nicht. So, und dann hofft man doch irgendwie, dass er hier bei Nacht kommt. Perfekt. Den hier noch weg. So. Zack. Sehen wir, das wird wunderbar. Perfekt. So. So Leute, ungefähr so könnt ihr euch das Ganze jetzt vorstellen. So soll das Ganze werden. Und lassen wir ihn jetzt hier, gehen wieder zu uns nach Hause. /home, perfekt. So. Wir legen uns jetzt ganz kurz schlafen. So, zack. Damit es wieder hell wird. Und ich sehe auch schon, also Folge von 24 Minuten. So lange wird die sowieso nicht, weil ihr ein paar Cuts drin haben werdet. So, wir gehen jetzt wieder runter, tun das ganze Holz zurück. So. Und dann haben wir ja schon was richtig Produktives für diese Folge getan und ne, ich hatte meinen Spaß, ich hoffe mal, ihr hattet euren Spaß auch und lieber Chaoscrafter, wenn du dieses Video siehst, das ist viel besser als jedes Schild, wo der Name draufsteht und dass du geprankt wurdest, da dachte ich mir, das ist doch viel cooler, das so zu machen, den Namen draufzuschreiben mit Blöcken, ist so ein bisschen mein Ding, also dann
Und hey, wenn du mich zurückprankst, das bringt's nicht, weil du mich schon zweimal geprankt hast und ich bisher das erste Mal. Also, ach egal, klären wir das irgendwann anders. Also Leute, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.